Hallo, herzlich willkommen hier zum Innovationsforum der EPP 2018. Neben mir steht Frank Breher, Vertriebsleiter bei Christian Köhnen. Christian Köhnen hier auch wieder mit dabei beim Innovationsforum. Was wird denn hier gezeigt oder worüber wird gesprochen bei Christian Köhnen? Der Vorteil von dieser Veranstaltung für uns liegt jetzt auf dem Schwerpunkt der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland und auch unter dem Schwerpunkt der Steigerung der Prozesssicherheit. Mhm. Und da möchten wir im Prinzip mit unserer neuen Beschichtung auf der Schablone in den sehr essentiellen Bereich des Druckprozesses positiv eingreifen, um hier für die Kunden einfach die bessere Druckperformance aus dem Produkt herauszuholen, um letztendlich auch qualitativ eine Steigerung des Druckprozesses zu erreichen, damit letztendlich im Miniaturisierungsschritt für den Kunden das Optimale aus dem Produkt für deren Kunden wieder herausgeholt werden kann. Was sind die besonderen Stärken der Beschichtung? Die Beschichtung ist von der mechanischen und chemischen Belastbarkeit her deutlich besser wie das erste Produkt, was wir als plasmabeschichtete Schablone in den Markt bekommen haben. Und zusätzlich haben wir den Riesenvorteil, dass wir einen Prozessschritt bei uns durch die Plasmabeschichtung ersetzen können, nämlich das Elektropolieren. Das heißt, die Innenwandungen des Produkts werden sehr, sehr glatt, mhm, und damit natürlich entsprechend auch ein sehr, sehr gutes Auslöseverhalten der Lotpaste im Druckprozess. Okay. Gibt es denn ja zurzeit bestimmte Trends, die Sie so im Markt sehen? Ich hatte gerade schon gesagt, die Miniaturisierung ist da ein wichtiges Thema, was die Branche betrifft, denn in unserem Vortrag haben wir das entsprechend auch vorgestellt, dass die Bauteile immer kleiner werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer noch große Bauteile auf der Baugruppe sind. Das heißt, die Streuung wird immer größer. Darüber hinaus aber zum Beispiel auch das Thema LED, auch ein wichtiges Thema, bringt mehr Designfreiheit im automobilen Design, sowohl Innenraum wie Außenraum, aber auch bei uns zu Hause in der Beleuchtungstechnologie immer spannendere Anforderungen hinsichtlich der Beleuchtungstechnologie und damit einhergehend natürlich auch der Wunsch, dass man die LEDs fast nicht sieht. Und auch da muss auf der entsprechenden Baugruppenseite Rechnung getragen werden. Das heißt, es geht immer mehr Richtung Miniaturisierung, auch letztendlich, wenn man über Hörgeräte spricht, beziehungsweise auch über Mikrofone, die für die Präsentationen genutzt werden. Auch hier ist der Anspruch, immer kleiner zu werden. Und damit kann man natürlich entsprechend im Druckprozess auch an Grenzen stoßen, mit denen wir heute noch ganz gut klarkommen, aber zukünftig eben die Herausforderung haben, dass wir diese Grenzwerte unterschreiten. Das Innovationsforum hier, welche Bedeutung hat das für Christian Köhnen? Also wir sind ja jetzt schon einige Jahre mit dabei und für uns ist diese Plattform hier optimal, weil man in einem sehr kompakten Kreise sehr, sehr viele Kunden und Ansprechpartner zusammen hat, entsprechend auch in den Foren die richtigen Rückfragen kommen und letztendlich darauf basierend dann auch mit den Kunden die richtigen Prozesse in die Wege leiten kann, um letztendlich die Problemlösung für kommende Anforderungen gemeinsam zu generieren. Schönes Schlusswort, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.